Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 festgehalten, dass sie die Anbindehaltung bei Milchvieh spätestens in 10 Jahren beenden will. Ein Referentenentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Änderung des Tierschutzgesetzes, der im Sommer im Rahmen der Ressortabstimmung bekannt wurde, löst bekanntlichermaßen tatsächlich heftige Reaktionen, aber auch Diskussionen aus. Der Entwurf sieht im Grunde ein Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung mit einer 5-jährigen Übergangsfrist vor. Darüber hinaus sollen Ausnahmen gelten, etwa natürlich für kleinere Betriebe, die den Rindern regelmäßig Auslauf bieten können. Aber auch diese Ausnahmen sollen nur als Übergangslösung, längstens jedoch bis zu einer Hofübergabe möglich sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und es ist gar kein Geheimnis. Es ist gar kein Geheimnis, dass Süddeutschland und insbesondere Bayern von diesen Regelungen besonders stark betroffen wäre. Dass dies so ist, liegt aber nicht an der fehlenden Einsicht der Betriebe, sondern an den agrarstrukturellen und natürlichen Gegebenheiten vor Ort. Etwa die Hälfte der knapp 24.000 bayerischen Milchviehbetriebe und rund 280.000 Milchkühen binden ihre Rinder zumindest zeitweise an. Ein Teil davon ganzjährig, ein Teil davon in der Kombinationshaltung mit Sommerweide. Diese Betriebe sind prägend und ganz essentiell für die grünlanddominierte Landschaft, insbesondere gerade auf den Almen und Alpen, aber auch in den Mittelgebirgslagen. Gerade diese Betriebe prägen das Landschaftsbild, für das Bayern bekannt ist und auch bei den Einheimischen, als auch bei den Besuchern und Touristen tatsächlich beliebt ist. Und diese Betriebe haben noch eine andere weitere wichtige Funktion. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist tatsächlich Dauergrünland. Und dieses Dauergrünland ist nur zu verwerten tatsächlich über einen Magen, einen Rindermagen, einen Tiermagen oder eben andere Wiederkäuer. Nur so können wir dieses Grünland veredeln zu sehr guten Produkten, ob Milch oder Fleisch. Und deswegen ist es hier auch von besonderer Wichtigkeit. Und auch die Wertschöpfung passiert gerade im ländlichen Raum genau über diese klein strukturierten Betriebe und sollten dies bitte auch bleiben. Und ja, es ist richtig, dass die Bundestagsfraktionen 2002 auf die Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel im Grundgesetz haben sich die Fraktionen ja verständigt. Das ist richtig. Daraus leitet sich allerdings auf keinen Fall ein zwingendes gesetzliches Anbindeverbot ab. Denn auch ohne gesetzliches Verbot sind wir auf einem sehr guten Weg heraus aus der ganzjährigen Anbindehaltung. Das zeigen auch uns die jährlichen Zahlen. Allen ist klar, die ganzjährige Anbindehaltung ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Auslaufmodell. Allein in den letzten 10 Jahren sind die Anbindeplätze bei uns in Bayern um rund 60% gesunken. Und diese Entwicklung zeigt, dass unsere landwirtschaftlichen Tierhalter die Zeichen der Zeit längst erkannt haben, diese ernst nehmen und vor allem auch veränderungsbereit sind. Aber ein Um- und Neubau lässt sich eben nicht immer 1:1 auch gleich verwirklichen. Wir halten allerdings ein Verbot für völlig unangemessen. Und auch die Tatsache, dass zum Beispiel die Molkereien und der Lebensmitteleinzelhandel mittlerweile die Haltungsform in ihre Preisgestaltung einbeziehen, ist kein Grund für ein gesetzliches Verbot. Und ganz im Gegenteil, wir sagen sogar, dass dies sogar ein Ansporn ist, tatsächlich schneller umzubauen. Was die Betriebe viel mehr brauchen, ist Planungssicherheit. Finanzierungssicherheiten auf allen politischen Ebenen. Wir müssen Anreize schaffen, um jedem Betrieb eine Perspektive geben zu können. Denn wenn diese Stalltüren einmal geschlossen werden, gehen sie auch mit Bedauern nie wieder auf. Und damit genau das nicht passiert, haben wir in Bayern erhebliche Finanzmittel möglich gemacht, bereitgestellt, dass wir hier eine Umstellung weg von der Anbindehaltung eben auch möglich machen und fördern können. So haben wir zum Beispiel im Jahr 2022 37 Millionen Euro für die Umstellung von Anbinde auf Laufstallhaltung auch bewilligt.
Leider würde dieser Referentenentwurf eben nicht die notwendigen Sicherheiten für die Tierhalter mit sich bringen. So ist zum Beispiel die 5-jährige Übergangsfrist für einen Ausstieg aus der Anbindehaltung hinsichtlich der vielen zu bedenkenden Faktoren wie die Finanzierung, Hofnachfolge oder Standort deutlich zu kurz. Auch die eben geschilderte Kombinationshaltung ist zum einen der geplanten Ausgestaltung zu restriktiv und vor allem auch nicht praktikabel. Über die Übergangsfrist ohne zusätzlichen Winterauslauf ist dann eben auch nicht mehr möglich. Viele Betriebe in unseren historisch gewachsenen Ortslagen können einen solchen Winterauslauf gar nicht bauen. Wenn Sie die Bilder vom Wintereinbruch in Bayern und Süddeutschland gesehen haben, dann können Sie sich sicher erahnen, dass unter solchen Bedingungen im Winter stundenweise Ausläufe schlichtweg gar nicht möglich sind. Zudem wäre nach jeder Hofübergabe die Fortführung der Kombinationshaltung auch gar nicht mehr möglich. Was für eine Bürde für jeden jungen Landwirt, der einen Hof übernehmen will. Motivation schaut wahrlich anders aus. Und selbst denken Sie dran. Selbst Ökobetriebe mit Kombinationshaltung müssten dann aufgeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte also ein Verbot wie mit dem Gesetzesentwurf vorgeschlagen kommen, sind nicht nur betriebliche Existenzen, sondern auch unsere wertvolle Kulturlandschaft und oft ortsbildprägenden Strukturen gefährdet. Es darf auch nicht vergessen werden, dass viele dieser in der Regel kleinen Betriebe mit Anbindehaltung oft besonders wertvolle Flächen bewirtschaften, zum Beispiel in Steillagen, zum Beispiel in Moorgebieten. Hier findet tatsächlich eine sehr starke Pflege statt und vor allem der Erhalt. Damit kommt natürlich auch der Förderung der Biodiversität eine wichtige Rolle zu. Diese Betriebe würden wir vielfach verlieren. Das können wir unmöglich ernsthaft wollen. Mit unserer Initiative wollen wir als betroffenes Land für diese Belange sensibilisieren und für den Erhalt dieser regionalen Besonderheit werben. Wir wollen und werden die Betriebe bei der Bewältigung des laufenden Strukturwandels im Sinne des Tierwohls weiterhin beraten und auch unterstützen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend auch noch ein emotionales Argument gegen ein gesetzliches Verbot anbringen. Wir haben ja auch schließlich Adventszeit. Eine Bauernfamilie, die oft nach vielen Generationen, 20, 30, 40 Kühe, die sie alle in- und auswendig kennt, aus ihrem Stall führen und zum Schlachthof bringen, leidet wahrlich darunter. Wir sollten solche schmerzlichen Veränderungsprozesse nicht auch noch völlig ohne Not, mit einem staatlich verordneten Haltungsverbot erzwingen. Und im Übrigen, Staats- und Demokratieverdrossenheit ohnehin sind wahrlich auch besorgniserregend. Solche Verbote, die die Betroffenen vor Ort als unnötig und unangemessen empfinden, sind wahrlich auch nicht geeignet, das Vertrauen in ein maßvolles staatliches Handeln zu stärken. Und bitte, bitte schauen Sie nach draußen. Schauen Sie, was gerade auf den deutschen Straßen stattfindet. Unsere Bauern in Deutschland fühlen sich von einer Bundesregierung regelrecht verlassen. Bäuerinnen und Bauern gehen auf die Straße, organisieren Sternfahrten und Demonstrationen. Wir müssen unsere Ernährer beschützen, unterstützen und ihnen die Rückendeckung geben, die sie einfach verdienen. Daher bitte ich von ganzem Herzen, unser Anliegen bei den weiteren Beratungen in den Ausschüssen auch mitzutragen und Rückendeckung zu gewähren. Vielen Dank. Ja, danke schön. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Ich weise die Vorlage dem Agrarausschuss zur weiteren Beratung zu.